Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es darum, einen Windows 10 Bootstick zu erzeugen. Und zwar wurde ich bei etlichen Livestreams mal gefragt, ob ich da nicht ein Video zu machen kann. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Lasst euch überraschen. Ja, um diesen Stick zu erstellen, dann braucht ihr nur auf die Windows-Seite zu gehen, die ich euch hier gerade zeige. Da besteht die Möglichkeit, das aktuelle Windows runterzuladen oder ein Tool dazu herunterzuladen. Und um dieses Tool zu laden, braucht ihr nur da draufklicken. Jetzt bekommt ihr ein Migrationstool, was nicht mal installiert werden muss. Also ihr könnt es mit einem Doppelklick oder beziehungsweise jetzt hier mit einem einfachen Klick einfach öffnen und dann, Moment, kurz die nochmal bestätigen, dann öffnet sich hier dieses schöne Programm. Und zwar wird hier erstmal angezeigt Windows Setup, der prüft also jetzt das aktuelle System. Da bitte ich um ein bisschen Geduld. Eventuell werden auch Daten hinzugeladen. Und danach haben wir dann die Möglichkeit, den Anweisungen einfach zu folgen. So, nach circa einer Minute kommt hier der Hinweis auf die rechtlichen Hinweise und die Lizenzbestimmungen. Da sind wir ganz großzügig und akzeptieren die selbstverständlich. Und jetzt fängt auch schon das Tool an, den Stick vorzubereiten. Es ist also so, dass er hier keine ISO-Datei oder ähnliches benötigt. Also er holt sich die direkt von der Microsoft-Seite. Dieser Vorgang hat jetzt ungefähr 2 Minuten gedauert. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob er sich die Datei schon geladen hat. Aber wir schauen mal, was da steht. Jetzt kann ich entweder ein Update des bestehenden Betriebssystems machen. Also hier hat Windows 10 erkannt, dass ich noch nicht ganz aktuell bin. Letzte Update ist noch nicht eingespielt. Oder ich kann ein Installationsmedium hier erstellen, in dem Fall unseren USB-Stick. Gehen wir einfach weiter. Jetzt wird hier gefragt, welche Version ich gerne hätte. In der Regel wird hier vorgegeben durch den Haken, dass ich also Windows 10 und in der 64-Bit in der Sprache Deutsch, das erkennt ihr an eurem System. Ihr könnt aber, wenn ihr den Haken wegmacht, das hier selber noch beeinflussen. Andere Bit-Version oder andere Sprache hier zum Beispiel auswählen. Das ist natürlich euch überlassen. Sollte euch die Einstellung so wie sie ist gefallen, dann könnt ihr einfach hier auf Weiter. Jetzt wird nochmal gefragt, ob wir einen USB-Stick verwenden möchten oder eine ISO-Datei. Bei der ISO-Datei haben wir den Vorteil, dass wir das später noch mal machen können. Beim USB-Stick haben wir den Vorteil, dass wir es jetzt sofort machen können. In unserem Fall wollen wir den USB-Speicher benutzen, also klicken wir hier einfach auf Weiter. Jetzt werden wir aufgefordert, einen USB-Speicher einzustecken, da keiner gefunden wurde. Ich nehme diesen jetzt mal. Also dieses kleine Tool hat auch den Vorteil, dass USB auch schon erkannt werden. Bei den USB könnt ihr jeden beliebigen USB-Speicher nehmen. Er sollte doch mindestens jedoch also 8 GB groß sein. In meinem Fall habe ich einen 16 GB großen USB-Speicher verwendet. Ich denke, da sollte ja dann genug Platz sein. So, mal gucken, ob er den Speicher jetzt hier automatisch im Nachhinein erkennt. Sollte das nicht der Fall sein, gehen wir noch einmal zurück und noch einmal vor. Und da hat er jetzt tatsächlich den USB-Speicher erkannt. Da es der einzige USB-Speicher ist und die Bezeichnung in dem Fall auch stimmt, können wir sicher sein, dass er auch den richtigen Speicher erkannt hat. Bitte hier auf jeden Fall einen kleinen Sicherheitshinweis beachten. Solltet ihr mehrere Sticks oder eine externe Festplatte hier angeschlossen haben an eurem Computer, dann würde ich euch empfehlen, diese auf jeden Fall im Vorfeld zu entfernen, damit nicht die Speicherung der Daten auf
einen Stick kommt, den ihr vielleicht noch braucht oder die Daten beinhaltet. Denn der Stick wird also hier tatsächlich neu formatiert und installiert. Sind wir uns also sicher, dass wir den richtigen Speicher hier ausgewählt haben oder der richtige Speicher uns hier angezeigt wird, dann gehen wir auf Weiter. Jetzt findet erneut eine Vorbereitung statt, die aber jetzt hier mit einer Prozentangabe signalisiert wird. Das heißt, hier braucht ihr einfach nur ein wenig Geduld, um dann am Ende das fertige Produkt dazu bekommen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. So, nach gefühlt 10 Minuten sind die Dateien anscheinend alle runtergeladen worden und jetzt fängt Windows an, automatisches Medium zu erstellen. Hier haben wir auch jetzt wieder eine Statusanzeige. Da müssen wir jetzt auch erstmal einfach abwarten. So, der USB-Speicher ist bereit. Somit sind wir jetzt in der Lage, diesen natürlich entsprechend zu nutzen. Ich zeige euch den mal. Der wird also hier als Laufwerk F angezeigt, nennt sich jetzt ESD-USB und kann sofort genutzt werden. Jetzt können wir entweder hier die EXE-Datei aufrufen, um das Setup von Windows 10 zu starten. Aber der Sinn und Zweck eines USB-Sticks ist natürlich entsprechend von dem Stick selber zu starten. Wenn wir noch in der Lage sind, wie hier in das Betriebssystem zu kommen, dann können wir folgenden Weg wählen. Wir nehmen einfach hier die Einstellungen. Dann öffnet sich das Einstellungsfenster. Hier geben wir einfach das Wort wieder Herstellungsoptionen ein. Also wie sieht, wird das hier direkt automatisch vorgeschrieben. Und wenn wir dann die Wiederherstellungsoption haben und wir scrollen ein wenig runter, dann finden wir hier die Möglichkeit, einen erweiterten Start durchzuführen. Und bei dem erweiterten Start bekomme ich dann die Auswahlmöglichkeiten von einem USB-Laufwerk oder einem DVD zu starten. Ja, ich denke, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Letztendlich, wie ihr seht, ganz einfache Sache. Ich poste euch natürlich den entsprechenden Link zu der Windows-Seite unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr noch Fragen haben, dann dürft ihr die natürlich gerne auch stellen. Dazu gibt es ja die Kommentarfunktion. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen rauf freuen. Für alle, die noch nicht den Kanal abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt an dieser Stelle macht. Bitte auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. So bekommt ihr immer Nachricht über die neuesten Videos. Dann sage ich erstmal Danke, bis zum nächsten Video.